So, da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Dead by Daylight. Heute mal wieder nicht alleine. Heute ist Marco mit dabei. Moin. Moin. Und die Taschenlampen sind immer noch mein Go-To-Item. Bei wegen Killerblenden. Und Mirko hat heute schriftlich Urlaub beantragt, deswegen ist der nicht dabei. Ja, ist schön, dass einer lacht, ne? Sonst muss ich das immer in den Raum reinlachen. Muss man selbst lachen, ja klar. Nee, ich lach da nicht, ich lasse es einfach wirken und... Okay. Ja, man wird sehen, was dabei rumkommt. Ja, wir haben heute Girl Squad am Start, wie ich das sehe. Honey Bunny, oh, shit. Atini, Tini, Cassie, wie auch immer. Und Mojo, kenne ich nicht, was kennst du denn? Nee, kein guter Spieler. Ja, gut, das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Okay, was haben wir dabei? Oh, jeder hat ein Ding dabei. Oh, shit. Blutige Partyluftschlangen und der hat, der Killer hat, ja, wunderbar. Die Runde wird gut. Auf jeden Fall. Aber, hey, du hast nicht ran zu welch da stehen, was für ein Killer das ist, oder? Nope. Gut. Nicht, dass wir wieder hier, ne? Den Mirko machen. Den Mirko machen. Und den Mirko haben wir jetzt in mehreren Spielen schon, ne? Ja. Naja. Ich würde mir als wünschen, dass es bei dem Spiel im Ladescreen so leichte Hintergrundmusik gibt. Dass es nicht komplett still ist, sondern einfach so ein bisschen, ne? Weißt du, was ich meine? So Fahrstuhlmusikmäßig. Ja, klar. Ja, klar, gell? Ja, natürlich. Ja, weißt du, aber einfach so, dass man nicht einfach so alleine im stummen Raum sitzt, sondern... Ja, du kannst auch einfach Musik anmachen. Ja, dann quetscht mir YouTube wieder dazwischen. Also ich muss... Also, so eine lizenzfreie Musik. Ja. Mal gucken. Ja, wir spielen drin. Und ich glaube, ich kenne die Map nicht. Die kennst du, da waren wir schon drauf. Also ich war da mit Marco, Mirko auf jeden Fall schon. Mal gucken. Ob du die kennst. Da ist von mir oben. Okay, weißt du, wer es ist? Das ist eine Frau. Perfekt. Weißt du, wer es ist? Nein. Warte, aber ich sehe es hier aus dem Fenster vielleicht. Du bist gerade One-Hit. Pass auf. Nee, ich habe gedacht, ich habe ihn gesehen. Er hat mich gesehen. Oh, scheinbar nicht. Bist du in der Nähe von der gehängten Person? Das geht so. Okay. Das ist der Geist, wo sich unsichtbar machen kann. Okay, also der Geist. Ich dachte, es wäre eine Frau. Das ist ja eine Frau. Nee, das ist keine Frau. Warte, die wo so rumzuckt und stehen bleibt? Oder der mit der Glocke? Ja, sie rennt mir hinterher, sie rumzuckt und stehen bleibt. Okay, dann ist es das Gespenst. Kann man schnell mit durcheinander kommen. So, komm, Generator ist jetzt endlich mal fertig. Wo bist du denn? Da hinten? Ich schau gerade vom Killer ab. Ja, ich hab eher als rhetorische Frage gefragt, wo der Killer ist, aber ich hab's ja gerade gesehen. Der Mate wird geholt, perfekt. Oh, der Killer ist direkt bei mir, ach du Scheiße. Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Jawohl. Ich mag den Killer nicht so. Ja, verstehe ich. Aber den hörst du kommen. Wenn da Face. Das hört man ein wenig. Und der sieht dich. Also der sieht dich nicht, wenn er unsichtbar ist, in Anführungszeichen unsichtbar. Der sieht nur deine Spuren, wenn du blutest oder rennst. Und wenn du stöhnst halt, wenn du verletzt bist. Aber sonst, also du.
Person sieht er nicht oder was? Also ja, er sieht dich nicht, wenn du irgendwo sitzt und er im unsichtbaren Modus ist, dann erkennt er dich nicht. Aber wenn du halt im Generator hockst und daran arbeitest, hört man das halt. Ja, da hinten bist, glaube ich, du. Ja, der Skiller ist in meiner Nähe. Ich war da gerade im Generator, als der hoch. Ich weiß nicht, ob er hochkam, aber ich habe mal gehört in der Nähe. Ich finde ja gerade keinen Generator. Ich bin hier mit dem Maid oben im Gebäude. Aber da kann eh keiner mehr dran. Villa nähert sich. Oh, Physik hinten auf der Straße. Killer war gerade bei uns am Generator, rennt dem Maid hinterher, glaube ich. Generator gefunden. Sehr schön. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Wir haben erst einen. Gut, das hing auch. Ja, never mind. Es hing auch erst einer. Einmal. Von daher geht's auch wieder. Mal den Scheiß genau noch mal fertig hier oben. Oh, der Mate hängt da auch dran. Jo. Nice. Muss eigentlich mal noch einen Killer blenden, aber irgendwie. Oh Gott, scheiße, ich habe den Generator gefällt. Ja, fuck, er kommt. Fuck, ist bei mir unten. Schau nicht in den Schrank, schau nicht in den Schrank. Schau nicht in den Schrank, sie schaut in den Schrank. Hat sie dich? Ja, ich hätte wegrennen sollen. Ich habe gedacht, vielleicht lässt sie den letzten Schrank einfach da, wo er ist. Muss sie blenden? Ja, versuche ich. Ich mache das nicht so oft. Aber du bist wenigstens rausgekommen. Nee, will ich nicht. Ich hänge hier noch, Bro. Achso, fuck. Ich dachte. Noch kurz, noch kurz, noch kurz. Nein! Es. Scheiße. Ich dachte, das wäre so gewesen, weggerannt. Es hätte fast gereicht. Es hätte fast gereicht. Ach, nur weil ich den Generator gefällt habe. Ich hätte einfach weg sollen. Sitzt du da? Ja. Sie hat ein Schulmädchen-Outfit an. So langsam bräuchte ich, ne? Ja, sie ist rechts durch. Hinten oben. Komm mit. Wo bist du hin? Komm, wir gehen hier hinten hin. Dann kriegst du ein bisschen Maniküre, Pediküre. Ich gehe dann gleich wieder in den Generator da runter. Ja, ich komme dann mit. Ja, die. Ach. Kommt wieder. Welchen Schrank wird sie reinschauen? Du bist aber jetzt nicht in den gleichen Schrank wie gerade eben gegangen, oder? Nee, ich bin weggemischt.
Oh, sie checkt alle Schränke, geil. Oh, das ist richtig blöd. Ich bin immer noch unten, ich gehe nochmal ran. Warte, ich komm mit. Ich hab sie outmoved. Ich auch, ich bin einfach unten stehen geblieben. Smart. Spontan abgebrochen. Ja, der eine wird gehuntet. Oder die eine. Ach ja. Das sieht auch schon mal gut aus. Ja, ja, das sollten wir eigentlich schaffen. Hm. Der ist irgendwo in der Nähe. Also geht's zum Tor, glaube ich. Ich habe das andere Tor leider nicht gesehen. Die sind beide am Ende der Straße normalerweise oder auf der Seite. Also praktisch gegenüber von da, wo wir waren und dann an der Wand entlang. Ja. Ich kann gut Dinge beschreiben. Das merke ich. Aber ich renne einfach mal auf die andere Seite. Ja, das muss schon irgendwo sein. Ew. One Hit, aber Mate ist schon am Totem dran. Das ist schon durch. Ja, aber Mate ist schon down. Ja, den können wir aber holen. Das Totem, was ihr das gebracht hat, dass sie One-Hit wurde gerade in Selmon zerstört. Ich fang mal beim Ausgang an. Okay, Killer kommt zu mir, wenn du in der Nähe bist vom Mate. Ja, ja. Hast du mich gesehen bei dir, ne? Ja, ist wieder abgedreht. Ja, Tor ist ready to open. Moin. Falls du verletzt werden solltest, geh da hinten in den blauen Rahmen rein. Sie kommt. Ah. Nee. Die huntet die zwei. Sie kommen? Wo kommen die? Der Mate ist doch da. Ja, aber das ist ja nicht der Richtige. Der andere wird gehuntet. Oh, warte, ich muss einen Schlag abfangen. Hm. Alter, ich kann mit der Taschen aber absolut nicht umgehen. Bro. Oh. Ich habe einen Schlag abgefangen. Jo. Mate wird noch geholt. Mate wird Ich hoffe, der kommt noch raus. Ja, okay, hat's geschafft. Nice. Das war aber eine gute Runde jetzt mal. Ja. Weißt du, das war mal gut zusammengespielt. Aber wenn du mal ein bisschen spannend, aber. Ja, ich bin jetzt Stufe 2, Hingabe 1. Boah, der hätte uns alle töten können. Jeden einzelnen, wenn er jeder zweimal gehangen hätte. Ging aber nicht. Und der hat sogar Spion des Schattens gehabt. Das ist selten tatsächlich, dass das jemand verwendet. Also, für dich, das ist, wenn du bei Krähen vorbeiläufst, also zu schnell vorbeiläufst und die auf Schrecken und Krähen, dann siehst du mit dem Perk Spion des Schattens, wo das war. Mhm, also okay. Bist dann praktisch dazu genötigt, an denen vorbeizusneaken, damit der Killer dich nicht durch die Krähen findet. Das
kam, glaube ich, mit der Jägerin raus, so in dem Dreh, also so relativ früh. Und in der Zeit konntest du nie groß rennen, weil jede aufgeschreckte Krähe hat den Killer direkt zu dir geführt. Okay. Ja. Damals. Heutzutage verwendet das kaum noch jemand. Ich hab den tatsächlich noch bei vielen Killern drin, aber naja. Auch mehr so als, keine Ahnung. Dafür spiele ich, glaube ich, Killer nicht oft genug, um zu sagen, was ein guter Killerbild ist oder so. Ach ja. Den Charger links möchte ich mir nicht holen, aber dafür fehlen mir noch ein paar Punkte. Die Michaela? Ja. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du dir die holen willst? Nee, warum? Ah ja. Dachte nur. Es kommt ja im März das neue DLC raus. Da gibt es dann wieder, ich denke, einen Überlebenden, einen Killer. Und eine neue Map. Also da müssen wir uns dann wieder umstellen. Okay. Ja. Wobei, das, ja. Wir werden sehen, was genau da auf uns zukommt. Das soll ja auf The Ring basieren. Witzigerweise, wenn die das Folge rauskommt, ist das DLC schon draußen, aber hey. Also ich glaube zumindest, dass es dann schon draußen ist. Hast du den Film The Ring gesehen? Nope. Gut, ich auch nicht. Ich kenne nur die Verarsche von Scary Movie. Es ist ja, soweit ich weiß, irgendwie so ein bisschen, du hast ein Video, wenn du das dir anguckst, danach hast du 7 Tage und dann stirbst du. Es sei denn, du gibst das Video an jemand anderen weiter. Wow. Ja, das ist halt so ein Horrorfilm-Ding. Das ist dieses, also ich weiß nicht, ob das die Originalfassung ist. Ich glaube, das ist die Ami-Fassung. Aber die Ami-Fassung ist da, wo das Mädchen dem weißen, ich weiß nicht, Nachthemd ist das, glaube ich, mit den langen, schwarzen, nassen Haaren aus dem Brunnen steigt und dann auf dich zukommt und irgendwann aus dem Fernseher rauskrabbelt. Kennst du vielleicht als Ausschnitt irgendwo her? Ja. Ja, und darauf, dass die Originalfassung, darum geht's dann in dem DLC. Also das wird dann der Killer sein. Und von der Map her, keine Ahnung. Moin. Moin. Aber ich finde die Filme perfekt. Was ist das? Ich hatte Herz, glaube ich. Boah, es sind wieder die, wo der kleine Scheißer rumrennt. Die sind gerade rechts rumgelaufen. Komm, wir gehen erstmal nach da hinten. Ja, müssen jetzt auf dem Boden auch aufpassen. Ich finde die Filme zu manchen Killern, die hier sind. Jetzt läuft der Kleine rum, wir müssen ein bisschen schauen. Die kann man sich teilweise echt geben. Also, es kommt auch demnächst, habe ich gesehen, bei Netflix kommt Leatherface. Das ist der Dude mit der Kettensäge. Also nicht der, der stürmt, sondern der, die so vor sich her schwingt. Dazu der Film, der kommt bei Netflix raus. Und ja, ansonsten halt, ja, Nightmare on Elm Street und Halloween und so sind ja auch Klassiker. Ja. Ach, der Mate kommt auch. Ja, ich war echt nur richtig produktiv. Okay. Ben muss los. Ich weiß nicht warum. Der ist. Kein Vertrauen an uns. Ja. Zu dritt wäre mal schneller durch. Jetzt kommt der Kleine auf uns zu. Perfekt. Ich glaube, den siehst du nicht. Ja, der rennt hier rum. Aber der Kleine kann mich nicht aus dem Schrank rausholen. Jetzt nicht drauf anlegen, aber ja, die Große steht da hinten. Er ist gerade an mir vorbeigelaufen. Hört er das, wenn ich in den Schrank reingehe, der Kleine? Der Kleine hört so viel wie der Große. Ich will jetzt nicht an den Generator gehen, direkt beim Killer. Das ist wirklich richtig dumm. Mate, hold, mate. Boah, aber gerade noch so, bevor die zweite Hakenphase angeht. Oh, nice. Okay, Killer setzt sich in Bewegung, dann gehe ich zu dem Generator da hinten.
Der wird jetzt keine Spion des Schattens haben. Ach ja. Bist du gerade am Generator dran? Ja. Leuchtet der deswegen gelb? Was ist? Leuchtet der Generator deswegen gelb? Meiner nicht. Ja, vielleicht hast du einen Perk, wo das verursacht, deswegen. Ja, das kann sein, dass ich bei euch in der Nähe bin. Wie weit ist deiner? Hälfte. Ich geh den Mate holen. Der Killer ist ja. Der Killer rennt ja. Der Killer rennt dem anderen hinterher, aber ich guck halt, dass ich den Mate hole, während der Killer dem hinterher rennt. Wer ist Mate gerade genau auf mich zu? Ja, aber du kannst halt, ne? Kannst noch was abkriegen, der andere ist halt fast down. Kein Bock, komm. Junge, Junge, heute hab ich's echt mit den Fähigkeitschecks. Ich hab den Generator aber fertig gemacht. Ja, der Killer läuft in deine Richtung. Ah, dann gehen wir gleich eine Mate holen. Oh, cool. Hab den Mate gehalten, erstmal geschrien. Ja, ja. Der Killer kommt zu euch. Er ist im Haus drin. Ich weiß nicht, ob ich den Mate holen kann. Ich hole einen Mate. Der Killer war gerade im Haus, beim Haus. Ja, ja. Ach, der Scheiße. Killer kommt wieder zu. Killer ist genau da. Der hat den Kleinen losgeschickt. Oh, natürlich kommt die von der anderen Seite, Alter. Das damit ich nicht gerechnet, dass die von da kommt. Ey, Mann. Nicht so, da hat er schon eigentlich auch, ne? Junge, Alter, ich werd gerade von einem bei Steam angeschrien, von Kommilitonen. Warum sagst du mir nicht, dass ich. Ich hätte ihm sagen sollen, dass der bei Daylight spielt, so auf gut Deutsch. Boah Gott, Alter. Junge. Auf einmal im Rücken habe ich nur jemanden anrennen sehen und es war der Mate. Ich habe gerade gedacht, das war's mit mir. Der Killer ist direkt bei mir. Und der Mate rennt oben verletzt rum. Ja, das. Ja, und der Mate kommt, der andere kommt unten. Ja, ja, toll. Beste Voraussetzung, um geholt zu werden, wenn der Killer die ganze Zeit bei ihm rumläuft. Jetzt wäre es gut, wenn mich jemand holt. Na, gleich auf dem Weg. Ja. Jo. Das ist eine gute Idee. Der Killer steht hier AFK rum, weil der Kleine rumrennt. Ja, ich habe den Kleinen aber gerade gesehen. Oh, der Kleine rennt der Mate hinterher. Ja, jetzt rennt der Killer zum Mate. Nein, tut er nicht. Der Killer campt. Alter, was für ein Hurensohn, ey. Was ist das denn mit dem? Hau doch ab, du Penner. Hier ist doch keiner. Oh Gott, jetzt ist er hinter mir her. Jo. Ich sehe schon. Mein Ende naht. Der Killer ist wieder hier. Ey, was ist denn mit dem? Ja, komm, campt doch noch mehr. Versuche trotzdem zu hitten, Mann. Dann können wir mindestens Generatoren machen. Ja. Er steht halt direkt bei mir. Aber der andere Mate steht halt oben. Mate muss ich beeilen. Cool, ja. Lol, es hat gereicht. Ja, ja. Toll, jetzt kriegt der Killer mich wieder, oder was? Ey, das du. Du bist. Ey, komm, rumcampen wie Sau und so einen Scheiß abziehen. Das gibt's doch nicht. So wieder die Taschenhammer gewastet. Ja, ist klar, Marco, ich schau dir zu. Ich frage mich aber, machen die Mates eigentlich auch was, oder? Ein Mate wird gerade gehuntet, beim anderen weiß ich es nicht. Der eine ist gerade bei mir wieder. Ja, aber okay, da kommt die Frage. Ja, natürlich wieder nichts geblendet, gar nichts.
Ja, das ist direkt bei Mate. Du bist, solltest safe sein, der Killer rennt dem Mate nachher, so wie ich sehe. Ja. Ja, alles ist safe bei dir, der. Mate wird gehuntet. Der Kleine rennt dem Mate nachher. Lol. Er ist direkt auf den Mate zugelaufen. Auf den. Boah, Alter. Ja, nutzt die Zeit. Der Mate versucht ihn zu heilen. Der Mate wurde gesehen. Oh, Marco, du machst das schon. Wie sieht's bei dem Mate aus? Ja, der eine hat den Kleinen am Haken und der andere wird gerade vom Killer geholt. Mach du ruhig. Du kannst versuchen, vielleicht den Mate zu holen. Ja, der Killer rennt beim Mate rum. Der Camp, oder? Ich sehe es nicht richtig. Nee, ich glaube nicht. Ja, Bro. Chili. Muss gucken, dass du von dem Mate möglichst weit wegkommst. Er kann von vorne kommen. Da hat er mich vorhin genatzt. Der andere Mate. Oh fuck. Ja, das hast du nicht. Der Mate konnte es noch schaffen. Ja. Ganz knapp hat er noch gekriegt. Aber du bist halt jetzt. Ja, okay, du kannst noch zweimal hängen. Die Mates sind halt beide verletzt. Ja, der geht direkt zu den Fuck, Mann. Ja. Nee, mach's nicht. Der eine kann sich selber heilen. Das könnte dann zeitlich passen. Jetzt kommt der wieder, oder was? Bro. Ja, der campt schon. Oh Gott, jetzt kommt Rettes mit Rettungsaktion, der Zert. Ja, das. Du kannst dich aber noch voll heilen mit deinem Medikit, also. Der Killer ist bei dem Mate. Lol, der hat ihn nicht gesehen? Ah doch, hat ihn gesehen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ah, uns fehlt noch ein Generator, Mann. Ihr könnt das noch schaffen. Also ihr seid zu zweit noch und der eine ist halt. Es liegt halt direkt vorm Killer. Okay, der Kleine ist bei dem anderen. Und der Killer holt jetzt erstmal den Mate, der direkt vor ihm liegt. Ja, perfekt. Das ist eine optimale Spielbedingung hier. Okay, Mate ist mit fallen gelassen. Das ist ein Witz. Ja, das ist klar. Ah, GG. Hast du irgendwie geschrien wegen irgendwas? Nee. Okay. Muss nicht zum Mate gehen, der hat sich nicht erholt. Da rennt jetzt der Kleine wieder hinter dir her. Das reicht nicht zum Heilen. Oh, scheiße. Du hast ihn gesehen, oder? Oh mein Gott. Er hört die andere halt. Und dich hört er vielleicht nicht, weil du nicht so laut bist. Lol. Jetzt musst du fast schon.
Es ist so lächerlich. Es ist ja so lächerlich. Der 3-Meter-Arm. Es ist schon wieder so ein lächerliches Spiel hier. Oh Gott, jetzt ist die andere Grabma gehalten. Oh Mann, ja, zwischendurch sah es gut aus. Waren alle, standen und so. Aber nö, der lässt ja alle Leute liegen. Ey. So. Er kann halt nichts machen, wenn du da liegst. Also, er kann dich höchstens aufheben. Gott, nee. Komm, häng den Mate doch in dir auf, dann ist er von seinem Leiden erlöst worden. Okay, einer ist weg. Andere Mate heilt sich. Mate, ja, der eine ist vielleicht ganz geheilt. Komm, Marco, streng dich an. Du machst das gut. Scheiße. Lol, lauf, lauf, lauf! Ja, was ist passiert? Du hast dich freigekämpft. Ach, das ist ja wohl ein Witz. Als ob der genau da war. Wow. Ja, der andere macht einen Generator. Nee, ich glaube nicht mehr. Hoch. Lauf, 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 lauf und durchs Fenster und weg. Alter. Oh Gott, ist das ein Durcheinander hier bei euch. Mein. Ja, und der Killer ist direkt bei ihr. Alter, ja, der. Vielleicht bringt sie es endlich hinter ihn. Hinter sich, wie auch immer. Okay, jetzt. Mate kämpft doch gar nicht mehr gegen an. Ja, jetzt fängt er an. Hätte er vorher angefangen, jetzt vielleicht sogar noch gereicht. Ja. Lol, sie lässt ihn liegen und am Haken. Was ist denn mit der? Schickt sie wieder den Kleinen los, um dich zu suchen. Ey, die hat auch keinen Bock, das Spiel zu beenden. Der, wie auch immer. Geh nicht zu ihr, der Killer ist direkt bei ihr. Peter ist gerade hochgelaufen. Ja, aber ich weiß nicht, wie weit sie erholt ist, weil die sehe ich nicht. Ja, Killer ist direkt bei ihr. Killer läuft direkt in deine Richtung. Sie ist halt Killer eher. Palette? Schön. Und Abhau. Sie ist halt ehrenhaft direkt zu dir gelaufen. Das reicht nicht. Nö, reicht nicht. Ja. Cool. Gott, wie kann man nur so wenig Bock haben, die Leute aufzuhängen? Jo.
müsst jetzt warten, bis ihr beide verblutet seid. Mate versucht sie rauszubinden. Aber Mate wird aufgehangen. Jo, Ende. Jo, Marco, kannst du Luke suchen? Klar. Komm, krieg einfach mal los. Was ich mein. Ich hasse ja Glück. Und sonst so? Nicht so viel, ne? Ja, dachte ich mir. Ach ja, ich glaube, da von links habe ich sie gesehen. Oder? Naja, nee, könnte auch eine Bank gewesen sein. Ja, keine Ahnung. Ja. Wird dich aufhängen, weil. Oder schmeiß ihn. Wickel, kämpf dich frei, versuche es. Okay, versuch's nicht. Du stirbst auf ihrer Schulter gleich. Will sich nicht freikämpfen. Ja, was hab ich da davon? Du kannst nicht laufen. So verblutest du auf dem Boden. Bei dem Weg, wo sie jetzt gelaufen ist, hätte es gereicht. Was macht er? Ja, verblute ich auch, wenn ich kämpfe. Ich verblute ja trotzdem, egal was ich mache. Nee, wenn du läufst nicht, weil dann bist du am anderen Status. Aber so. So wirst du gleich verbluten. Also, du schaffst es jetzt. So, jetzt lauf erstmal irgendwo hin. Komm, vielleicht schaffen wir noch die Luke. Ja, die können doch hier irgendwo sein. Versuch zu hören. Lauf, lauf, lauf. Oh. Muss dich davon links halten, glaube ich. Ne, okay. Ja. Drecksvieh. Und links und rechts und ausweichen und. Tabelle will ich auch gar nicht holen, keine Ahnung. Nee, will ich nicht holen. Aber will das nicht hinterher rennen? Sieht er nicht gerade? Ja? Ich hätte jetzt da hinten links im Eck hätte ich was gehört. Geh mal zurück. Bin mir nicht sicher, aber. Da, doch, links, geradeaus, rechts, da, ja! Und raus mit dir! Hab ich doch richtig gehört. Atomuhren. Junge, ich hab mich halt nur auf das Geräusch konzentriert, sonst gar nichts. Hui. Hey, du hast überlebt. Scheiß Kämpfer. Der war aber wild. Der hätte mich ja locker haben können. Ja, der hätte also, alle locker haben können. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber. Naja. Uff. Ja, die war anstrengend, die Runde. Also für mich nicht, weil ich relativ schnell down war, aber.